3, 2, 1, go. Ein hässliches Stück Scheiße, echt. Ja. Das können wir nächstes Mal sonst auch machen, einfach als Signal, dass die Aufnahme läuft, du hässliches Stück Scheiße. Ja, ist mir auch lieber. Ja. Ja. Oh, nehme ich den überhaupt auf? Nö, nehme ich gar nicht. Haha. Oh. Mhm. Knaller. Ganz kurz, Martin. Ja. Haben wir für alle beteiligten Passagiere hier Sitze? Nein, 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 nein. Was genau soll das sein? Das ist ein Goa'uld, kennst du Stargate? Ja, ja. Das ist ein Goa'uld Scout-Frachtschiff. Nein, 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 ich meine, was soll es sein? Ich habe gerade übrigens eine Mail hier von dem von den Spacken, von den Server-Hostern gekriegt, so von wegen, dass ja. Ein anderer Server auf dem Realm sich den gerade ausgerastet ist, ja, steht so da. Was? Da steht, dass der andere Server ausgerastet sich, ist? Ja, und sich den gesamten, fast den gesamten RAM gegrabt hat. Nein, wirklich? Nom 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 nom. Ey, so, so geh ich in nächsten Meetings auch rein. Ey. Ja. Ja, der Server hatte einen massiven Anflug von Google Chrome. Ja. Oh, need more RAM. Nom nom nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Trailer gepackt. Willst du das irgendwo hinschleppen, oder? Ja, ich wollte diesen Trailer, den ich hier gebaut habe, den wollte ich eigentlich, damit wollte ich auf der Startbahn beschleunigen. Und dann, wenn ich die Abhebegeschwindigkeit erreicht habe, einfach den Trailer abkoppeln und dann in die Höhe. Welche Abhebegeschwindigkeit? Jetzt mal. Ach Gott, ey, ich wollte so einen Bock, ne? Dir richtig in die Fresse zu hauen. Ich weiß gar nicht, ey. Ah, ich brauch Bier. Ich brauch Bier. Das spiegelt ziemlich akkurat deinen Gesichtszustand wieder. Ja, aber findest du das Schiff nicht schön? Nee. Nein, nicht mein Ansatz. Warte mal, ich koppel mal auf. Moment. Wenn ich mir das untere Ding wegdenke, dann ist es vielleicht sogar ganz erträglich. Aber diese Reifen da dran machen es irgendwie nicht so ganz ästhetisch, finde ich. Moment. Vor allem, ne, ich will nur darauf hinweisen, das Ding schwebt. An Ort und Stelle mit Trailer. Also, wofür willst du es an Land beschleunigen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, davon bin ich voll mit so guten Fragen. Ja, stimmt. Habe ich überhaupt einen Jump Drive drin? Ich habe sogar einen Jump Drive hier drin, sehe ich gerade. Ja, dann flieg mit dem Ding selbst. Aber ich wette, mein Schiff ist schneller am Mars als deins. Ihr könnt ja ein Rennen machen. Nee, ich glaube, es wird alles schief gehen bei diesem Rennen, was schief gehen kann. Scheiße, was ist denn jetzt los? Alter. Ohne Scheiß jetzt? Was hat er gemacht? Nix. Dagegen geflogen. Seinem hässlichen Kackschiff hat er fast mein Schiff zerstört. Oh, da hinten hat's gequalmt. Ja. Ich hab ein Fenster abgerissen. Ich möchte das Rennen aus erster Perspektive sehen. Du kannst bei mir mitfliegen, dann gehörst du auch zum Gewinnerteam. Ja, Schmeckhase. Also mich würde das ja echt interessieren, ob du lebendig ankommst. Überhaupt die Stratosphäre verlassen kannst. Ja, das geht locker. Hast du das schon getestet? Nicht im Creative? Nee. Könnte es dir nämlich so ergehen wie... Ja, das ist eine gute Antwort. Engage. I've lost contact, sir. What? Ja, dann mach mal die Tür wieder auf. Ihr wisst schon, dass ihr gleich ins Weltall fliegt, ne? Da ist es schlecht, die Tür mal kurz aufzumachen. Na, komm du erstmal aus der Atmosphäre, dann reden wir weiter. Wir werden ja gleich sehen, wer hier als erstes aus der Atmosphäre rauskommt, ne? Oh, dann geht an. Oh. Auf die Plätze fertig los, oder was? Was? Genau. Echt? Wer zuerst da ist? Wer zuerst da ist? Wie, fliegt ihr schon? Nee. Ich muss noch meine Triebwerke noch kurz einschalten, hier sind ein paar. So. Wollt ihr Countdown oder was? Nö. Gut, dann los. Was? Alter, ihr Penner, ey! Oh, mein Spiel hängt. Oh. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Das will ich sehen. Ich muss nur aufpassen. Auf Scheiße, Mond? Meine Gesundheit ist niedrig. Luftdruck. Er erstickt. Bevor er überhaupt 2000 Meter erreicht hat. Erstickt er bereits. Ich habe einfach einen Helm aufgesetzt jetzt. Scheiße.
Scheiße. Ja, genau. Aber finde ich geil. Aber die reichen auch nur 6 Minuten, ich hab's nachgeguckt. Nein, Scheiße. Kann ich dir auch sagen. Mann. Ja, 6 Minuten, aber 6 Minuten reichen, um aus der Atmosphäre rauszukommen. Das nützt ihm ja nichts, er wird ja trotzdem ersticken. Meine Gesundheit regeneriert sich ja gerade. Wir fliegen übrigens gerade an den Asteroiden, oder ziemlich nah dran. Scheiße, ich fall runter! Nein! 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 Mensch, Flo, was ist los? Ist dein Superraumschiff nicht gut genug, um überhaupt 5000 Meter zu erreichen, oder was? So, ich habe hier Hydrogen, um bis zum Mars mit volle Pulle zu fliegen. Ja, habe ich jetzt auch gleich. Ich wollte nur viel zu viel. Aber brauchen wir doch gar nicht. Dafür haben wir doch das Jump Drive, sobald wir aus der... Ja, ja, klar, natürlich, ja. Gravitation raus sind. Ich wollte jetzt nur den Florian noch ein bisschen schlechter dastehen lassen. Das finde ich gut. Ja. Boah, flieg mal schön nah an dem Asteroiden vorbei. Das sieht echt geil aus. Das ist heroisch. Naja, wenn du jetzt an der Dings spawnst, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du sofort stirbst. Was? An der Medical Station, die vorne am Shuttle klebt. Wart mal ab. Ich hab eine viel bessere Idee. Kommst nach, ne? Ja, geht ihr schon mal vor. Geht ihr schon mal vor? Ich mach das hier gerade mal eben. Also, du musst den Winkel schon steil stellen, ne? Sonst. Hab ich. 7100, 200, 300. Was macht dein Tempo? 100 Meter pro Sekunde. Ja. 7000, 8000 Meter. Ich hab so ein Gefühl. 8,3, 8,4, okay, 8,5. Small Grid Antenna, 16 Kilometer? Nee. Nope. Wie heißt das? Habt ihr den Schiffnamen vergeben? Nee, warte, soll ich mal einen Schiffnamen vergeben? Ich vergebe den Schiffnamen. Haben wir. Du musst der Boje, kannst du nochmal einen Namen geben. Ja, meine ich ja. Ich nenne jetzt die Boje. Ich bin jetzt auf 11.000 Meter bin ich jetzt. Gefällt mir. Papas Pornoboje. So. Okay. Und er kann sich nicht wehren, der ist am Steuer. So, Schwerkraft 0,49. Ich bin auf 12.000 Metern. So, Kollegen. Ja. Ups. So, wie machst du das jetzt mit dem Jump Drive? Ja, da warten wir jetzt auf den Horst. Auf HUD anzeigen. Du bist auch nur 30 Kilometer entfernt. Ach, 31 da seid ihr. Kilometer. Ja, also eigentlich bist du in die falsche Richtung geflogen. Ich kann ja kurz den Jump Drive für 31,01 Kilometer. Ja, könntest du machen. Ja, mach das, genau, probier das mal. Aber Martin, Beweg uns mal so ein bisschen außer Schussweite. Ja, warte. So. Kannst du direkt mal ausprobieren, ob es funktioniert. Jump. Ja. Kennt ihr den Song von Van Halen? Jump. Reicht. Ding. Ja, wir leben auf diesem Planeten, also kennen wir diesen Song. Serverabschluss. Da ist er, krass. Da ist er. Heftig, ein Kilometer entfernt. Vor allem mit Sound, hast du gehört? Mhm. Hab ich gehört. Okay, ja, verstehe. Gut, 1000 Kilometer. Nein, fliegst einfach mitten drauf zu und dann machst du diesen Blind Jump oder Blindsprung oder wie auch immer das bei dir steht. Und wie viel Kilometer und springt was passiert hier? Dann? Der fliegt bis 2 Kilometer ran. Ne? Auf das, ja, der fliegt dann, ich glaube, der bleibt außerhalb der Gravitation stehen. Alles klar, ich springe. Oh. Ich sehe offen. Oh, bitte, bitte. Ich glaube, man springt durch den Planeten durch, um ehrlich zu sein. Es scheint so. Nein, dreh dich mal um. Fuck yeah! Habt ihr es geschafft? Ja, ich komme hinterher gesprungen. Moment. Sowas von. Also ihr habt die Distanz auf 100% gestellt, ne? Ja, ja. Aber wir sind, glaube ich, tatsächlich doch durchgesprungen, weil ich sehe die Erde. Ja, wir sind durch und wir sind hinter dem, wo wir sein sollen. Ich springe jetzt auch. Eisdingen. Oh, da die Eisfläche würde ich. 3, 2. Und weg. Papas Pornobuch. Ja, dann Landeanflug da neben Eisfläche neben dem Berg. Olympus Mons. Ich muss ja jetzt noch. Ah, jeez. Wo wollt ihr landen? Ja, dieser Pickel, aber dann. Ja. Rechts, da rechts von der Eisfläche. Oder. Aber nicht genau dazwischen. Nicht zwischen Eisfläche und Pickel. Ne? Ja. So.
Ja, liebe Zuschauer, wir haben es geschafft. Wir sind auf. Naja, wir sind in der Umlaufbahn vom Mars. Ne? Papas Pornoboje da vorne. Hm? Florian kann weiterhin noch abstürzen. Es ist ja noch nicht vorbei. Stimmt. It's not over till Florian not crashed his bike. Oh, bitte lass das. Sprich nicht so. Es tat mir in den Ohren weh. Ja, mir auch. Ach, jetzt weiß ich ja, warum ich vorhin abgestürzt bin. Ich hatte bestimmt meine Trägheitsdämpfer nicht angehabt. Ja, ja, klar. Deswegen ist mein Schiff abgestürzt, natürlich. Also, liebe Zuschauer, nee, das mache ich nachher. Ja, mach doch jetzt. Ich wollte eigentlich die Leute vorstellen, die heute mitgeflogen sind bei mir, aber das bin ja nur ich. In dem anderen tollen Papas Pornoboje sind heute Morten. Ja, hallo. Dann ist Mike da. Guten Abend. Und der Darius ist da. Guten Abend. Ja, sehr schön. Der Reacher fehlt leider. Der ist nämlich Skifahren. Ja, da unten. Wir kommen jetzt ihn besuchen. Wir kommen steil rein, ja. Und ich wurde ausgelacht wegen meines Schiffes hier. Ich habe nämlich aus Stargate so einen tollen Goa'uld-Frachttransporter nachgebaut. Hast du doch nicht nachgebaut, du hast doch mit Sicherheit einfach nur geklaut. Ja, so wie deine Mutter bei Penny klaut, ey. Ah. Nein, ich hab ihn im Workshop gefunden und angepasst. Also geklaut? Nein, ich habe ihn modifiziert. Mhm. Aha, also hast du den Blueprint genommen und hast da ein Licht dran gebaut. Ja? Nein, das stimmt nicht. Ja. Nein, die Räder hat er dran gebaut. Ja, die Räder, stimmt, die Räder. Die hässlichen Räder hat er dran gebaut. Pass mal auf, dass ich nichts kann. Wie? Irgendwie dreht sich mein Schiff. Ihr seid ganz schön dicht an mir dran, ne? Ja, 3 Kilometer ist jetzt nicht so das, was ich jetzt... 1,8? 1,7? Ja, du kommst irgendwie näher. Er kommt näher, in der Tat. Ja, entschuldige, dass ich auch hier landen möchte. Verpiss dich. Ich war zuerst hier, das ist mein Mars. Hast du eigentlich Triebwerke für Richtung unten? Ja. Hä, was meinst du? Ja, also, ja, klar. Ne, weil ja, ja, diese Atmosphärentriebwerke, die funktionieren hier nicht, ne? Das wissen wir nicht. Oh, was freue ich mich. Weißt du, guck mal, er freut sich so. Ich hab das gesamte Schiff im Survival-Mode selbst zusammengebaut. Er downloadet sich einfach das erstbeste Schiff. Nein. Aus dem jawohl. Nein. Aus, nein. Links, aus der Steam-Community. Nein. Packt da behinderte Bilder dran und denkt jetzt, er ist der Übermensch, weißt du? So eine Fotze, das gibt's gar nicht, ey. Nee, ich hab nicht das erstbeste runtergeladen. Und ich habe da auch nicht nur Räder rangepackt. Ich habe da auch Blöcke rangesetzt, damit die Räder halten. Ne? Ja, komm du mir mal da auf den Mars, Kollege. Zieh mal ein bisschen hoch. Dann halt die mal mehr nach oben. Ja, mehr nach steiler. Ich kann mir schon richtig vorstellen, was gleich passieren wird. Ihr werdet sicher landen und ich werde sagen, scheiße, ich komme runter und knall voll auf euch drauf. Ja, guck dir das doch an. Das ist doch hier, wie mein Mann sein passt das doch. Was ah denn? Ja, nice. Schön langsam sind wir mit 5 Metern die Sekunde fallen wir auf den Planeten. Und zerschellen. Ja. Also ich habe euch anvisiert. Als Ziel oder was? Nee, also ich orientiere mich an eurer Boje und stürze einfach geradeaus runter. Oh, meine Gesundheit ist niedrig. Scheiße. Sauerstoff? Ja. Mike, ich glaube, den Berg sollten wir nicht irgendwie anpeilen. Ja, da doch. Das ist immer noch niedriger als da, wo wir jetzt sind. Scheiße, ich bin gestorben. Wie das? Ich habe keinen Sauerstoff mehr gehabt. Du bist so ein Idiot. Ach, und jetzt sehe ich seinen Kometen hier auf die Erde fallen. Und er zerschellt. Guck dir das an, boah, wie schnell. Wunderschöne Aufnahme. Boah, guck dir das an. Oh, der crasht rein, oder? Trägheitsdämpfer hast du aus, ne? Kann das sein? Nee, die sind an. Alter, der kann nicht. Das kann gar nicht, die Anzeige für die Antenne kommt gar nicht mehr hinterher, so schnell fällst du. Alter, ja. Scheiße, weil ach, mein Schiff. Da hinten sehe ich sogar irgendwelche Teile fallen. Mein Schiff. Nein, der hat bestimmt gebremst. Ich kann da bestimmt ganz normal einsteigen jetzt. Nee, glaube ich nicht. Eher nicht. Doch, das wird schon gehen. Der muss aber ganz schön viel bremsen dann jetzt. Ganz schön schnell vor allem. Ja, Mike. Nice. Sehr gut. Wir landen auf dem Mars. Oh, ja geil. Ole, ole. Dann machen wir die Triebwerke aus. Wunderbar.
Auf geht's! Gentlemen, willkommen auf dem Mars. Wer geht vor? Oh, und jetzt ruckelt der Server, also. Ja, Maike, du mal, du hast das gut gelandet. Du darfst als erster Mensch von uns auf dem... Jeha! Die Hots! Oh, jizzledy jizzledy. Schöne Natur. Gleich mal zerstören. Erstmal tief einatmen. Oh. Na, oh, 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 da zittert was. Es zittert. Oh, oh. Es zittert. Ihm ist kalt. Das wollte ich jetzt. Ist es aus? Ist das Ding aus? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es platzt gleich. Es kippt schnell weg. Oh, fuck. Was habt ihr getan? Ja, das Gott. Ding fängt auf einmal an zu zittern. Oh. Epilepsie bekommen. Ah, bitte jetzt mich nicht umbringen. Oh, das Teil bringt mich doch um. Oh, es hat mich weggekickt. Warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Durch die Scheibe schweißen? Ja, dann mach das mal. Klonk! Ey, 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 nein! Geh da weg! Du könntest noch was anderes. Guck mal, du hast es noch mehr aufgeregt. Nein, nicht Mike, nicht! Vorsicht, ich komme angeflogen. Tja, und jetzt? Abwarten. Ich glaube, das Ding ist gegen Kugelfeuer immun in dem Zustand. Soll ich mit Raketen gegenschießen? Nein. Oh oh, da kommt Eindringlinge. Kretauri! Es wird wütend. Du könntest auch einen Blockverbinder oben draufsetzen, dann docke ich das Schiff an. Ja, ja, Talk ist witzig. Dann zählst du auch so. Oh, ich glaube, der Server ist gerade. Nee, doch nicht. Kannst du nicht hier runterkommen und das Ding festhalten? Ja, mit einem Blockverbinder. Nein, so ich meine mit deinem Schiff. So einfach mit nur deiner kurz Masse. So leicht gegendrücken, also von oben oder so. Keine Ahnung. Ja, kann ich machen. Moment. Zittert das auch bei dir? Flo? Nein. Irgendwie ist hier. Moment. So. Das wird ja interessant. Das Problem ist ja, dass wir, dadurch, dass wir hier auf so einem Berg drauf sind, dreht mein Schiff gerade ein bisschen durch. Oh, 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 oh! So. Nee, das hat nicht geholfen. Echt nicht? Ein bisschen. Und er legt ja auch weniger Turbine drauf. Die müssen die Turbine jetzt zerschrotten, warte mal. Bei dir ist übrigens ein Triebwerk kaputt. Scheiße. Echt? Oh, das hat mich ziemlich weit weggeschossen.